Herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Ich zeige euch heute den professionellen Workflow für Hyperlapse mit einer Drohne. In diesem Video nutze ich eine DJI Mini 3 Pro. Um möglichst fließende Bewegungen zu erhalten, nutze ich eine möglichst lange Belichtungszeit. Dies erreiche ich am Tag mit Ende-Filter. Hier nutze ich ein Set von FreeWheel, das bis Ende 2000 geht. Wir sind nun in der Luft. Wir stellen die Drohne auf Hyperlapse ein. Das können wir hier bei den Modis einstellen. Dann haben wir hier unten die verschiedenen Parameter. Ich möchte 300 Bilder. Das ist bei 25 Bilder pro Sekunde, ist das 12 Sekunden Videolänge. Die Geschwindigkeit habe ich berechnet, bei der Distanz ist 0,3 Meter pro Sekunde und der Intervall lassen wir auf 2 Sekunden. Das ist das Minimum, das möglich ist. Ich setze noch auf Kursverriegelung und sperre die Einstellungen. Nun kann ich mit Tippen auf den Touchscreen mein Objekt wählen und setze noch die Bildgestaltung. Nun starten wir den Hyperlapse und die Drohne macht selbstständig 300 Bilder. Bei den Kameraeinstellungen habe ich auf 4K RAW ISO 100 und die möglichst längste Belichtungszeit bei Intervall 2 Sekunden. Nun ist der Hyperlapse fertiggestellt und die Drohne erstellt noch ein Video, das wir aber nicht benötigen. Nun zeige ich euch, wie man mit den RAW-Dateien ein Video erstellt. Für die Bildbearbeitung empfehle ich euch Elle Timelapse 6. Die gibt es auch als Gratis-Version bis 400 Bilder. Wir wählen nun den entsprechenden Ordner an, den ich importiert habe. Elle Timelapse liest nun die Bilder ein. Hier bei der blauen Kurve seht ihr die Helligkeit. Ich erzeuge zwei Keyframes am Ende und am Schluss und speichere. Nun ziehe ich die Dateien über zu Lightroom. Ich importiere die Bilder. Nun gehe ich rüber zum Entwicklungsfenster und mache eine Bildbearbeitung. Ich gebe ein bisschen mehr Helligkeit, ein bisschen Klarheit rein. Das ist auch ein bisschen Geschmackssache. Ich liebe noch den Dunstregler. Gebe ich auch ein bisschen rein. Dann gehe ich ein bisschen mit den Tiefen hoch. Ein bisschen Dynamik, die Lichter. So. Noch ein bisschen Schärfe rein. Nun habe ich eine einfache Bildbearbeitung gemacht. Nun gehe ich zurück auf die Bibliothek und wähle alle Bilder an. Nun nutze ich hier oben die vorinstallierten Scripts von Elle Timelapse. Ich synchronisiere die Einstellungen auf alle 300 Bilder. Als nächsten Schritt speichere ich die Metadaten in den Dateien. Fortfahren und nun werden die sogenannten XMP-Dateien erstellt. Ich gehe nun zurück auf Elle Timelapse und drücke hier Autoübergang. Nun liest Elle Timelapse die Einstellungen, die ich bei Lightroom gemacht habe. Nun wird die sogenannte visuelle Vorschau erstellt. Nun hat Elle Timelapse die erste Vorschau berechnet. Als nächstes werden wir hier das visuelle Deflicker nutzen. Das ist eine Spezialität von Elle Timelapse und korrigiert feine Helligkeitsunterschiede. Ich drücke hier auf Anwenden
und LA-Timelapse berechnet nun das Deflicker. Nun hat LA-Timelapse das Deflicker berechnet. Hier unten kann man die Sequenz jederzeit wiedergeben. Man sieht, dass hier noch Verwackelungen drin sind, die werden wir nachher mit einer Stabilisierung entfernen. Nun gehen wir zurück zu Lightroom und lesen die entsprechenden Metadaten, die LA-Timelapse berechnet hat. Nun exportieren wir die ganze Sequenz. Hier ist noch wichtig, dass wir die entsprechende Sequenz hier unten anwählen. Ich wähle hier höchste Einstellungen, 16 Bit TIFF. Ich habe hier den entsprechenden Ausgangsordner eingestellt. Ich drücke auf Exportieren. Nun exportiert Lightroom die 300 Bilder. Lightroom hat nun alle Bilder exportiert und wir sind hier zurück bei LA-Timelapse. Hier habt ihr die Möglichkeiten verschiedener Einstellungen. Ich wähle hier ProRes, Source, Hoch und 30 Bilder. Und sobald das Video exportiert ist, wird die Zwischensequenz von den TIFF-Bildern gelöscht. Ich drücke hier auf Video rendern. Nun hat LA-Timelapse das Video exportiert. Wir sehen hier nun das Video. Das werden wir nun in DaVinci Resolve stabilisieren. Wir sind nun hier bei DaVinci Resolve und ich habe das Video importiert. Hier seht ihr, wie das Bild verwackelt ist. Nun gehen wir hier auf die Stabilisierung und stabilisieren das Video. Und fertig ist die Hyperlapse. Herzlichen Dank fürs Zusehen und ich würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wieder zu begrüßen. Ciao zusammen!